Hi ho Flauschis, willkommen zu einem neuen Video, diesmal wieder ohne Fursuit, aber irgendwo geht es diesmal trotzdem um Fursuits. Nämlich darum, was es für Vorteile bringt, sich einen Fursuit oder Teile eines Fursuits selbst zu bauen. Einige, die mit mir Kontakt haben, wissen vielleicht, dass ich ein Fursuit-Tail gebaut habe, beziehungsweise momentan einige Fursuit-Teil-Commissions abarbeite für Tails und für Vorderpfoten. Das ist jetzt, wie gesagt, der neueste für Furry Jordan. Hat richtig Spaß gemacht bei der Arbeit, weil es einfach mal was anderes ist, als was ich normalerweise gebaut habe. Wenn ich früher Fursuits gebaut habe, habe ich den Leuten immer empfohlen, baut selbst. Eigentlich könnte man jetzt sagen, okay, ich habe mir damit Konkurrenz geschaffen, aber nein. Ich bin immer noch der Ansicht, Leute sollten ihre Fursuits selbst bauen und selbst probieren. Und ich nenne euch jetzt mal 5 Gründe, warum ihr das wirklich machen solltet. Zum einen ist es viel, viel günstiger. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr für die Materialkosten wirklich die guten Sachen holt, das heißt jetzt nicht den billigsten Stoff, das billigste Fell, die billigsten Materialien, zahlt ihr für einen Fursuit im Schnitt so 200 Euro Materialkosten. 200, 250 plus minus. Wenn man das mit den Kosten für einen Fursuit vergleicht aus den USA oder sonst wo, könnt ihr mindestens 8 Fursuits selbst bauen und der 8. wird sicher annähernd auch ziemlich gut, wenn ihr euch wirklich darauf konzentriert, euch zu verbessern. Wichtig ist halt, dass man die richtigen Links zu den Fellseiten kennt und da werde ich auch noch ein Review zu machen. Aber die wichtigsten, die ich euch ans Herz legen kann, sind www.fabric.com und www.efutro.pl. Ich glaube, ich lege jetzt mal diesen Tail hier hin, weil ich den so fluffig finde. Der zweite Punkt als Vorteil, ach, sieht das, hier fliegt überall noch Fell rum. Bäh. Der zweite Punkt ist quasi der Lerneffekt. Ihr lernt nicht nur was über räumliche Vorstellungen, also 3D-Vorstellen, gerade beim Bau eines Kopfes, sondern nehmt auch Mathe und Physik mit. Und glaubt mir, wenn ihr jetzt Mathe und Physik hört, die meisten von euch werden es hassen. Ich habe es in der Schule auch gehasst, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass vieles, was ich in der Schule lerne, einfach den Anwendungsbezug nicht hatte. Und das merke ich jetzt an der Uni immer noch. Aber darum geht's ja nicht. Mathe und Physik könnt ihr beim Fursuit-Bau wirklich auch gebrauchen. Es ist einfach jetzt praktische Anwendung von ein bisschen was an Grundkenntnissen, was ihr eh schon habt. Das heißt, es hilft euch irgendwo in diesem Bereich auch ein gewisses Verständnis dafür zu entwickeln. Und ich fuchtel wieder so viel mit den Händen. Die werden jetzt hier liegen bleiben. Der dritte Vorteil meiner Meinung nach ist die Kreativität. Ich habe selten so ein kreatives Hobby gesehen wie Furry oder Fursuits oder Fursuit-Bau. Das ist unglaublich kreativ und meine Hand fuchtelt hier wieder rum. Liegen bleiben. Da man eben viel lernt, probiert man auch vieles aus. Und das ist eine super Sache, denn kreative Menschen werden überall gefragt. Und ihr wollt ja irgendwo auch kreativ sein. Ich glaube, ich kenne keinen, der stolz darauf ist, unkreativ zu sein. Ein vierten Vorteil, wenn ihr einen Fursuit selbst habt, ihr könnt ihn auch selbst reparieren. Was glaubt ihr, wie nervig es ist, wenn euer Fursuit-Bau irgendwo in den Staaten sitzt und ihr nicht hinkommt und den Fursuit nur teuer hinschicken müsst, wenn ihr eine Reparatur wollt? Wenn zum Beispiel irgendwie am Tail was gerissen ist. Ist doch viel, viel besser, wenn ihr wisst, ihr könnt das selbst reparieren, weil ihr eben die Kenntnisse dafür habt. Dadurch spart ihr euch wieder Unsummen an Geld und macht euch das Leben einfach viel leichter. Abgesehen davon entwickelt ihr ein grundlegendes Verständnis von Nadel und Faden, von ein, zwei Nähtechniken, von Heißkleber und schlecht ist das auf keinen Fall. Ihr könnt halt einfach auch ein paar Sachen reparieren. Und ich habe sowas auch schon gemacht, wie ein Teil von der Decke selbst gebastelt und sowas, also oder Kissen basteln. Man entwickelt da ganz alleine und relativ schnell ein Verständnis für. Letzter Punkt ist der Stolz. Ihr könnt absolut stolz auf euer Werk sein. Egal, ob ihr für euch selbst oder für jemand anderen gebaut habt, der Stolz schwingt doch immer irgendwo mit. Das ist eine super geile Sache, weil man einfach happy ist, dass man sowas wie zum Beispiel einen ganzen Fursuit selbst gebaut hat. Also ich habe mich bei meinem ersten Fursuit extrem stolz gefühlt. Das Ergebnis beim Fursuit-Bau war einfach so ein Erfolgserlebnis, was einen entsprechend gepusht hat. Das war für mich auch der Hauptgrund für Commissions. Mir ging es damals nicht um wirklich Geld. Mir ging es darum, dass ich mir irgendwann vorstellen könnte, so ein Fursuit-Fotoshooting mit meinen selbstgebauten Fursuits, wie es Mischief Makers oder auch Hanuk oder jeder andere Fursuit-Bauer, der viele Fursuits baut, irgendwann hat an der Euroforums, wo sich 5, 6 Suiter hinstellen und dann ein Fursuit-Bild von deinen Maker-Studios quasi kommt. Also kann ich euch nur raten, schnappt euch Nadel und Faden und probiert es einfach aus. Es ist so gut, wenn ihr sowas mal ausprobiert. Wer weiß, vielleicht wird es irgendwann euer neues Hobby. Ich kann es euch wirklich nur wünschen. Auch wenn ich selbst kein Fursuit-Maker mehr bin oder Fursuit-Bauer, wie wir das im Deutschen damals gesagt haben, irgendwie hat sich das Englische jetzt eingeschlichen, ist das immer noch ein super wichtiges Thema. Ich habe an der Euroforums auch mit 2, 3 Leuten drüber gesprochen, die gesagt haben, sie haben auch selber damit angefangen zu bauen. Und ich finde das super wichtig, denn nicht nur, dass man so im Alltag auch man fördert halt seine kreative Ader und damit kann man dann unter anderem auch mal eine Hose flicken oder mal den Fursuit Head oder irgendwas reparieren und was kaputt geht und ist nicht immer auf den Maker angewiesen. Der Maker wird es euch wahrscheinlich danken, wenn ihr selber mal Kleinigkeiten flicken könnt. Es ist halt einfach geil, ein Fursuit kostet heutzutage ein Fullsuit bei den meisten Makern nicht unter 3000. Und die Materialkosten liegen so bei 300, 400 Euro. Und das heißt, ihr könnt 10 Suits quasi bauen, bis ihr die Kosten von einem Commissioned Fursuit drin habt. Und wenn ihr 10 Suits gebaut habt, also dann habt ihr erstmal sehr viel Zeit. Aber wenn ihr das macht und die Zeit habt, dann kriegt ihr am Ende auch ein echt super Ergebnis. Weil ihr euch ja mit jedem Suit kontinuierlich verbessert.
und Fehlerpotenziale erkennt und ausmerzt. Deswegen mein Tipp von euch, probiert es auf jeden Fall mal aus. Ich bin kein aktiver First Aid Maker mehr, einfach auch aus Zeitgründen, aber es hat mir sehr geholfen, sowas mal selbst zu machen. Deswegen kann ich euch dazu nur motivieren. Kommen wir mal zu meinen Patrons. Ein riesiges Dankeschön an meine drei ultimativen Flauschis, Wolfi Foto Draco, Grey the Furry und Brotbruder. Und natürlich auch meine unglaublich fluffigen Flauschis, Ino, Paco, Laskfox, Freezy, Percy, Dabarf, Ceros, Razor, Wolfralle, Toni und Black Wolf. Danke euch und auch allen weiteren tollen Flauschis. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wenn auch du mich unterstützen willst, würde ich mich unter patreon.com/arkeban wirklich riesig freuen. Jetzt ist das Video vorbei und die Magie nicht zu Ende, weil ich habe ja immer noch Fassiert an. Ich wünsche euch alles Gute, Freunde. Macht's gut und bleibt flauschig. Ciao.